Hallihallo meine lieben 1000 PS TV Zuschauer, ich bin hier im wunderschönen Marienthal bei wirklich schönem Wetter. Hinter mir, ich weiß es nicht genau, so ein der Regierungsbunker war hier, der deutsche Regierungsbunker war hier im Kalten Krieg sozusagen untergebracht, wurde dann aber nach dem Beendigen des Konflikts wieder aufgelassen. Es ist jetzt irgendwie so ein Mahnmal, eine Stätte, wo man sich was anschauen kann. Ich bin jedenfalls hier unterwegs mit einer BMW K1600B, B wie Bagger, ihr könnt sie unschwer erkennen, ein Riesentrum. Ich habe sie bei Wunderlich in Sinzing ausgefasst. Wunderlich, ein Spezialist für Zubehör, ein Spezialist für Anbauteile, auch für diese Bagger. Und ich muss sagen, ich mag die BMW K1600-Reihe, ich mag die BMW K1600-Bagger, aber am liebsten mag ich die BMW K1600-Bagger von Wunderlich. Und warum das so ist, das werdet ihr gleich sehen. Ich weiß ja nicht, welche Szenen der Schnittmeister oder die Schnittmeisterin jetzt eingebaut hat, aber ich nehme mal stark an, man wird an den Szenen des Intros erkennen, wie viel Spaß so ein Motorrad machen kann und wie flott bzw. sportlich man diese Dinge eigentlich fahren kann. Es ist ja, und Entschuldigung an BMW und alle anderen Hersteller von solchen schweren Trümmern, ein richtig blader Eisenhaufen. Und in der Früh, wie wir bei Wunderlich am Parkplatz noch standen, entbrannte diese Diskussion, wobei das immer eine sehr einseitige Diskussion ist. Nils hat eben gemeint, naja, vielleicht die Schwere für den Schweren, aber ich finde, es muss ja nicht jeder 40 Kilo als ein Nasser wiegen. Daher stimmt's, passt ganz gut zu mir. Und der Nils hat natürlich seinen Helm sofort auf die R1200 RS gelegt. Ihr wisst, der Helm, das neue Handtuch auf der Strandliege sozusagen, ist ja der Helm am Motorrad und der Nils hat das sofort reserviert. Aber ich habe ja gern diese K1600B Bagger genommen, weil ich ja weiß, wie lustig solche Dinger sich fahren lassen. Und beim Rangieren auf dem Parkplatz habe ich dann natürlich wieder bemerkt, wie sehr ich gerne hätte, dass jemand anderer sie für mich herumschiebt, und ich möchte dann eigentlich nur aufspringen und fahren damit. Weil sobald diese Dinger fahren, machen es richtig Spaß und fahren dermaßen angenehm. Von der Bremserei bin ich immer wieder unfassbar überwältigt, weil man fährt auf eine Kurve zu und denkt sich, oh mein Gott, sie wiegt 306 Kilo trocken, 336 Kilo fahrfertig und mit den Wunderlich Anbauteilen wahrscheinlich 350 Kilo, und da denke ich mir immer, oh mein Gott, hoffentlich geht es sich aus. Und es geht sich 100 Mal aus, es ist so angenehm. Ja, Leistung ist auch eigentlich genug vorhanden, trotz hohem Gewicht. 160 PS leistet der Sechszylinder in Reihe bei 7750 Umdrehungen, aber 175 Newtonmeter Drehmoment bei 5250 Umdrehungen oder so, da kann man schon von ganz weit unten mit richtig viel Schmalz hochdrehen. Also das heißt, diese 175 Newtonmeter sind dann vielleicht erst knapp über 5000 da. Aber ab 1000 Umdrehungen geht das schon richtig seidig rauf, und das ist ein super angenehmes Triebwerk und passt auch richtig gut zu der K1600 und in dem Fall auch besonders gut zur Bagger, weil ich sie eben in der wunderlichen Version fahre, die normale. Erstens gefällt es mir gar nicht so gut mit dieser niedrigen Scheibe. Da taugt mir sehr die
Scheibe von Wunderlich und ich habe es jetzt eingeschalten und ihr seht, es ist eine viel höhere Scheibe, eine viel höhere Zubehörscheibe von Wunderlich, die halt dann vielleicht optisch eher an die GT und GTL Modelle erinnert, aber ja, mir taugt so mehr und wenn man es in die unterste Stellung gibt, dann ist sie ja ohnehin schön tief. Einen Vergleich mit der Goldwing hat der Nils mich gebeten anzustreben, weil ich die ja eben als einziger bei der Präsentation, also als einziger 1000 PSler bisher bei der Präsentation fahren durfte. Nun ja, ich bin der Meinung, Honda probiert jetzt bei der neuen Goldwing eher in die sportlichere Richtung zu gehen, weil die alte Goldwing, das war das richtig arge Schlachtschiff, der Dinosaurier unter den Tourenmotorrädern, schwer, trotzdem angenehm fahrbar. Im Vergleich zur ganz neuen habe ich dann gemerkt, dass die alte natürlich ein richtiger Krapfen ist, weil die neue so alles perfekt hat, die vordere Aufhängung, ähnlich dem Duolever von BMW. Und wie gesagt, bei Honda geht man mehr in die sportliche Richtung. Dafür hat BMW sich meiner Meinung nach bei der Baggerversion sehr bemühen müssen, eher in die komfortablere Nische einzustechen mit der B-Version, weil die GT vor allem und auch die GTL, die sind doch eher im Tourensegment, möchte nicht sagen die sportlicheren Geschichten, da haben sie ja wiederum die RT, aber eben die GT ist schon eher der Tourer, der alles kann und da ein bisschen sportlicher zu fahren ist. Und diese Bagger-Version, die soll jetzt einfach nur gemütlich sein. Und Wunderlich, um wieder auf Wunderlich zu kommen, Wunderlich hilft der Bagger noch gewaltig einen Schritt weiter, diese Gemütlichkeit an den Tag zu legen. Es sind richtig viele schöne Teile drauf, die man sich meiner Meinung nach montieren sollte, abgesehen von dem höheren Windschild, das ist ja jedermanns eigener Geschmack, ob ihm die niedrige Scheibe gefällt. Aber da sind so viele Sachen drauf, da zum Beispiel die Flaps oder wie man auch immer das nennt. Tausend Sachen und das schaffe ich nicht alleine, alles aufzuzählen beziehungsweise die genaue Wirkung und die genaue Bezeichnung zu finden. Und da angle ich mir wieder den Sven. Sven, komm rüber. Sven Krämer von Wunderlich, der sich bei allem von Wunderlich super gut ausgegangen, schöner Klatscher. Ja. Lieber Sven, du hast mir schon gesagt, die Bagger K1600, Egler, allein das Motorrad schon für Amerika konzipiert vorrangig und daher auch eure Anbauteile. Ich meine, allein was du da hältst, ist, für mich ist es eine Tragödie auf einem Motorrad, eine Sissi Bar. Aber es ist in Ordnung. Ja. Manche wollen es und damit die Begleiterin nicht hinten absteigen muss, wenn er auf einmal ans Gas geht, ist sowas auch nicht schlecht. Gepäckträger haben wir hinten. Sven, mach einmal einen Rundum-Überblick, was auf dieser wunderlich Bagger BMW da alles drauf ist. Ja, fangen wir doch hier direkt an, wo du gerade drüber gesprochen hast. Eben als der Cookie bei dir hinten drauf gesessen hat. Hm? Weißt du noch, was du gesagt hast, Cookie? Verdammt, ist das bequem hier drauf. Und genau das ist der Sinn der Sache. Ne? Wir wollten dem Motorrad, was grundsätzlich ja schon sehr bequem ist, wir wollten es einfach noch bequemer machen. Und die Sissi Bar erfüllt genau diesen Zweck. Das Polster ist schön ausgepolstert, sodass du einen hohen Komfort erzielen kannst. Und da dachten wir uns, okay, das kannst du noch sehr, sehr schön hier mit diesem Gepäckträger verbinden. Der passt sich auch sehr gut in die Linie von dem Motorrad an und wie du ja schon sagtest, das Motorrad ist auf den amerikanischen Markt abgezielt. Wir versprechen uns da in Amerika sehr, sehr viel von. Also ihr verkauft ja in die ganze Welt genau, eure so Produkte und daher auch in die USA und dann wird das gut gehen. Ich glaube, du hast aber irgendwas erwähnt von der Montage der Sissi Bar, dass dann die Bank genau nicht und man muss dann, was genau muss man? Aufgrund der Sissi Bar ist die Sitzbank so, wie sie jetzt hier ist, nicht zu demontieren, also nicht abzumachen. Das heißt, wir haben uns zwei Lösungen für die Sissi Bar einfallen lassen. Einmal, wie es jetzt ist, dass sie verschraubt ist. Das heißt, du müsstest nur das Polster, also wir reden nur vom Polster, das müsste demontiert werden, bevor du die Sitzbank abmachen kannst. Aber wir dachten, okay, wenn ein Kunde jetzt öfter unter die Sitzbank oder an Teile unter der Sitzbank dran muss, geben wir ihm die Möglichkeit, das Ganze zu stecken. Dementsprechend haben wir ein System, was man, also das sind so Gumminippel, sage ich mal, die werden ineinander gesteckt und das hinten auf der Rückseite von dem Polster. Dementsprechend einfach draufgesteckt und wieder abgemacht.
Und so kannst du dann halt innerhalb von 2-3 Sekunden das Polster abmachen, um die Sitzbank auch zu demontieren. Ja, mir wäre es bei so einem Motorrad wahrscheinlich nicht einmal aufgefallen, weil du zusätzlich unter die Bank, wenn ich die Koffer habe. Platz muss hast ich du ja, genug. Ja, Platz habe ich genug. Gut, passt, super, schön. Schauen wir weiter. Dann unsere Sitzbank noch. Genau. Was hast du da für einen Eindruck, wenn ich mal fragen darf? Ja, sehr bequem. Klarerweise die Mopetten, also diese Bagger-Version, ich bin sie schon gefahren als Normalversion, ohnehin sehr bequem. Und ich glaube, wir sind zu wenig gefahren, als dass ich sagen könnte, oh weh, das ist aber ein schlechter Tourer. Nein, aber ich merke schon, ihr habt es besser gepolstert. Ja, also das ist auch wieder ergonomischer aufgepolstert, etwas höher ist das Ganze. Sehr, sehr viele Testfahrten stecken da drin, wie auch bei allen unseren Sitzbänken. Wir testen wirklich ausgiebig und auch verschiedene Personen testen, dass wir sagen können, wir haben für ziemlich alle Personen eine gute Sitzbank da. Und das haben wir hier auch gemacht und sind auch recht zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, also wie gesagt, schaut auch hübsch aus. Ja. Passt perfekt zur Linie. Haben wir vorne auch was verbaut schon? Ganze Menge, gell? Ja, absolut. Hier vorne am Lenker kommen wir noch zu der Lenkererhöhung. Mhm. 25 mm ist die höher. Dadurch erreicht man halt natürlich noch mal eine Entlastung der Schultern und der Handgelenke. Sitzt noch mal ein bisschen bequemer drauf. Sehr angenehm. Ja. Ich habe natürlich auch das 1x1 von Wunderlich da montiert. Das, was ihr halt auf jedes Motorrad geben könnt, dass jedes Motorrad schöner macht. Andere Hebel mit Verlängerung sogar. Gell? Genau. Sehr, sehr hübsch. Und eure gefrästen Deckel da oben. So ist es, ja. Richtig schön. Die Hebel sind im Winkel und in der Länge einstellbar. Und hier sieht man, hat hier vorne das kleine Stellrad, womit man die Neigung einstellen kann. Verstehe, da vorne sehe ich so ein Taschel und da habt ihr eben wieder euer neues Befestigungssystem. Ja, genau. Erklär das bitte mal kurz. Das ist wie bei den Tankrucksäcken auch. Du kannst, wenn wir das mal abmachen, siehst du die kleinen, die kleinen Kugelkopfschrauben hier? Ja. Das sind Plätze, wo grundsätzlich normale Verkleidungsschrauben sitzen. Dementsprechend ist es recht einfach. Du schraubst die Verkleidungsschrauben raus, setzt stattdessen diese kleinen Kugelköpfe ein und hast dann direkt eine Befestigung für unsere Taschen. In dem Fall, die Tasche ist keiner argen Belastung ausgesetzt. Nein. Aber wir haben das ja auch bei den Tankrucksäcken bei anderen Modellen gesehen, dass das ja natürlich richtig viel aushält. Genau so ist es. System. Also es funktioniert bei unseren Tankrucksäcken ist grundsätzlich von unten auch noch eine Anti-Rutsch-Beschichtung drauf. Ja. Dadurch ist nochmal ein besserer Halt. Und dieses Taschel habe ich mir gedacht, also es stört überhaupt nicht. Und es war für mich sogar recht praktisch, diesen Funkschlüssel reingeben. Die modernen Motorradeln, praktisch, wenn man den Schlüssel sozusagen nicht anstecken muss. Aber wohin damit? Nicht jeder will ihn dann wo einstecken. Und ich habe ihn dann ins Taschel gegeben, Führerschein auch da rein. Und wenn ich dann im Gasthaus auf meine Traubensaftschorle gehe, dann hier in Deutschland, bei uns gespritzter Traubensaft, dann nehme ich einfach das Taschel mit. Und das kann ich dann auch schwer irgendwo liegen lassen, weil das ist dann doch ein bisschen größer. Und sofort und schnell wieder montiert. Ja. Ich habe vorher erwähnt, diese Flaps, oder wie nennen wir das? Unsere Beinschützer sind das. Beinschützer. Jetzt bei diesem wunderbaren Wetter nicht so notwendig, aber du hast gesagt, glaube ich, wenn es kalt ist. Genau. Also fangen wir anders an. BMW hat hier diese Verkleidung, die zum Klappen ist. Die ich natürlich aufgemacht habe. Die du aufgemacht hast, natürlich bei dem Wetter. Ja. Das Ganze wollten wir ein bisschen ergänzen, weil der Grund dahinter ist natürlich Windschutz. Und da dachten wir uns, an der Stelle, wo die Beine oder die Knie hier sind, fehlt noch ein bisschen was. Mhm. Und da haben wir diese Beinschützer erstmal entworfen und mit einem 3D-Drucker ausgedruckt, um zu probieren. Waren von dem Ergebnis überzeugt. Haben dann jetzt hier eine Prototypenform machen lassen. Jetzt hattet ihr also heute wieder die Möglichkeit, Prototypen zu fahren. Ich war wieder mal mit einem Prototypen unterwegs. Gott sei Dank habe ich es nicht gewusst, sonst wäre ich ja nie so wild gefahren. Bevor du gleich heim kannst, musst du erstmal 5 DIN-A4 Seiten ausfüllen, wie es war. Bei 23,7 Grad war es okay, bei 23,8 Grad. So in etwa wird es laufen. Na super, ich freue mich schon, ich komme einfach nicht mehr zurück zu euch. Ja. Da unten habt ihr auch noch welche dran. Ganz genau, das sind die Fußschützer dann. Okay. Die Beinschützer werden nachher auch in etwa aussehen wie die Fußschützer von der Durchsicht her. Genau, also von der Färbung, von der Dicke und von der Kante. Ne? Schön, wie gesagt, es sind derzeit noch Prototypen, die werden ein bisschen dicker werden und so weiter. Ja. Ja. Ihr habt auch den Schalthebel verändert, gell? Genau. Das ist, wie du eben schon sagtest, so das kleine 1x1 von uns, so ein bisschen die Fußrasten, die Schalt- und Bremshebel zu vergrößern oder auch ergonomischer zu machen. Die
vom Seitenständer die, ist ebenfalls eine Vergrößerung, die Aufstandsfläche vergrößert. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, das ist etwas, vielleicht fällt es vielen gar nicht ein, dass sie sowas brauchen könnten, aber allein so wie wir uns da jetzt in den Schotter hergestellt haben, es ist so ein sicheres Abstellen, also jetzt ohne irgendwie Angst haben zu müssen, dass der Ständer einsinkt, sowas kann ich echt nur jedem empfehlen, das ist super, eine Vergrößerung der Aufstandsfläche um diese kleine Fläche hilft schon, dass man die auch irgendwo einmal in was etwas Loseres hineinstellen kann. Und wenn so ein Drum einmal umfliegt, na, ich weiß nicht, ob man das noch alleine aufheben kann. Kann man nur hoffen, dass da ein paar Leute herkommen. Aber damit nichts kaputt wird, habt ihr unten, sehe ich, auch die ganz Schutzbügel. Genau. Die haben wir jetzt ganz neu im Programm. Da sind wir auch sehr stolz drauf, auf die Form. Ja, es sind unsere neuen Sturzbügel, also Motorschutzbügel für vorne und hinten der Kofferschutzbügel, der komplett rumgeht. Wie gesagt, die sind jetzt neu im Programm, gibt es in Chrom und in Schwarz. Und liegen jetzt vorne, also für den Motorschutzbügel liegen wir da bei 360 Euro und für den Kofferschutzbügel bei 450 Euro. Wer sich so eine Mopette kaufen kann, hat ja, glaube ich, einmal eh ein bisschen mehr Kohle als ich. Und dann sollten diese Schutzbügel auch noch drinnen sein, weil damit schützt du halt tatsächlich die Koffer und wenn dann oder vorne die Verkleidung. Wenn da einmal was ist, hat er sich halt schon ausgezahlt. Und wie wichtig ihr eure Sache nehmt, glaube ich, gehört zu haben, die sind ja nicht unbedingt auf den anderen K1600 Modellen verwendbar. Nein. Ihr habt die extra für die Bagger-Version angepasst. Genau. Da waren kleine Unterschiede zu den anderen K16 Modellen und die haben wir dementsprechend angepasst. Wir haben das Ganze auch getestet. Ja? Da gibt es Bilder, wo wir das Motorrad mit einem Gabelstapler auf die Seite legen. So viel zum Thema, ob man das noch mit Personen alleine hochkriegt. Muss man doch nicht mit einem Gabelstapler umführen, oder? Kann man doch umtreten. Kann man versuchen. Nee, okay. Wir haben die mal wirklich auf die Seite gelegt mit Sturzbügeln. Okay. Und wie du so schön sagtest, das geht aus. Okay. Also du liegst nirgendwo auf und das funktioniert wunderbar. Okay, das heißt, die von den anderen GT- bzw. GTL-Modellen hätten eh auch drauf gepasst. Aber ihr wolltet einfach eine schöne Linie, dass es auch wirklich perfekt angeschmiegt drauf ist. Ja, typisch wunderlich. Ihr kümmert euch darum, dass es auch leiwand ausschaut. Und ich glaube, ihr seid so ziemlich die Ersten oder Einzigen, die für diese Bagger was haben, oder? Ich weiß jetzt nicht genau, wie der restliche Markt aussieht, aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass wir mit die Ersten sind, die, die so eine Range für das Motorrad schon zur Verfügung haben. Da hatten wir ja gestern, meine ich, schon drüber gesprochen, dass wir durch die kurzen Wege, die wir bei uns im Unternehmen haben, für alle Motorräder sehr, sehr schnell Teile verfügbar haben. Das ist einer unserer großen Vorteile. Sehr schön. Ist richtig viel Kleinzeug, sage ich einmal. Also bei der Bagger-Version greift ihr jetzt nicht arg ins Fahrwerk ein, so wie bei anderen Modellen. Nein. Ist halt ein Cruiser, nennen wir es beim Namen. So ist es. Es ist trotzdem, wie ich schon erwähnt habe, vom Motor her und von der Fahrdynamik viel sportlicher fahrbar, als man glauben würde, wenn man hört, das Ding hat 336 Kilo fahrfertig. Ich meine, es ist ein Haufen, der aber dermaßen leiwand funktioniert. Und wenn man sich jetzt alles drauf nimmt von diesen Parts, die du eben beschrieben hast, die wir jetzt durchgegangen sind, auf was kommt man da, wenn man alles nimmt? Wenn man jetzt Sissi-Bar, Sitzbank und wirklich alles nehmen, sind wir so bei zwischen 3.000 und 4.000 Euro. Okay. Ja. Was aber verhältnismäßig natürlich weniger ist als bei anderen Motorrädern, die von Haus aus nicht so viel kosten. Man ist halt so, kostet eine Menge Geld, der Riesenapparat. Aber wie gesagt, Sven, also mir hat es voll taugt. Und warum ich gesagt habe, dass mir die wunderlich Bagger-Version am meisten taugt, erstens, weil es halt wirklich auch ein bisschen anders ausschaut und der Gepäckträger finde ich cool, so für mich ein bisschen so Oldstyle. Sissi-Bar würde ich sofort abmontieren, aber ist jedermanns eigene Sache. Und das Windschild, also mir hat es sehr taugt, weil du es ja eben durch die elektrische Verstellung eh in eine sehr niedrige Position geben kannst. Und wie schon gesagt, es ist heute total schön und heiß, aber ja, ich bin jetzt nicht völlig abgebrannt. Also da muss schon der ärgste Sommertag sein, dass man da nicht genügend Fahrtwind bekommt. Ja, Das Motorrad so in Spanien mit dabei jetzt letzten Sommer. Da war es am letzten Tag, wo wir wirklich, wir hatten noch eine halbe Stunde Shooting angesetzt, da hat angefangen zu regnen, wirklich in Strömen. Unser Fotograf, kurze Hose, T-Shirt, eiskalt war da noch. Ne?
Der ist dann mit dem Motorrad nach Hause gefahren. Scheibe hoch, der war trocken. Der war trocken, als er ankam. Das war unglaublich. Wir wollen es nicht breittreten, dass er in der kurzen Hose gefahren ist. Aber nicht nachmachen, bitte. Wenn dann auf sowas, wenn es sein muss, dann, ja, das hält wirklich viel ab. Und siehst ja, die allein schon der Beinschutz von BMW ist gut. Ja. Und mit euren Dingern drauf, das ist einfach, so ist es. Einfach perfekt. Ja. Also, ihr habt es noch schöner gemacht, meiner Meinung nach. Dezent schöner, nicht völlig ungekrempelt. Taugt mir sehr. Sven, danke dir für die Plauderei. Ihr bleibt dran. Insgesamt gibt es 4 wunderliche Modelle, die wir getestet haben. Ich habe die Green Hell. Der Nils hat eben die R1200 RT, die er... Nein, die RS und RS, die GS. R1200 RS und die GS hat der Nils gemacht. Naja, Spießerradeln. Nein, eh auch Supermotorradeln. Die Videos sind auf unserem Kanal. Abonniert unseren Channel, dann habt ihr die alle sofort parat. Müsst sie nicht extra rausstöbern. Tut euch den Gefallen und nehmt diese Annehmlichkeit an. Kostet nichts, ist einfach nur zum Subscriben und das ist erledigt. Ja, danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch die BMW K1600 Bagger im wunderlich Outfit ein bisschen schmackhaft machen. Sven, noch einmal danke. Und ja, ich fahre jetzt weiter, weil es da echt urschön und geil ist. Vielleicht komme ich da hinten in den Bunker rein. Ich werde es auf alle Fälle probieren. Es schaut ein bisschen gemauert aus, aber mit der Bagger geht das schon. Danke. Tschüssi. Ciao.